Weiter geht's mit dem Add-on infiltriert. Und wir warten auf die Videosequenz. Oha, das haben wir noch nicht gesehen. Einsatzziel. Sie sind drinnen. Ja, Doppeldeutigkeit und so. Nord hat den Verteidigungsring unserer Basis im Ostsudan durchbrochen. What? Oh, das ist negativ gemeint. Jetzt verstehe ich das. Nord hat den Verteidigungsring unserer Basis im Ostsudan durchbrochen und begonnen, die Gebäude zu übernehmen. Erobern Sie die Basis zurück und stellen Sie unsere militärische Überlegenheit in dieser Gegend wieder her. Oh, das klingt... Ach du Scheiße. Den ganzen Kram habe ich vergessen zu löschen. Ist ja egal, das ist jetzt die dritte Mission im Add-on. Wenn wir die Dinosaurier-Kampagne da mal außer Acht lassen. Ich würde mir gerne irgendwie so einen Überblick verschaffen, ohne dass die Zeit weiterläuft. Sekunde, das kann ich so machen. Hahaha. Cheater. Lass mich kurz überlegen. Erstmal auf ihn hier. Der ist böse. Ich brauche Ingenieur. Für eine Raffinerie unbedingt. Oh fuck. Kann ich noch irgendwas anderes bauen? Sammler bräuchte ich. Ich brauche Panzer. Ach du Scheiße, der ist auch noch feindlich. Dann bräuchte ich gleichzeitig noch einen Buggy vielleicht. Hä, wo habe ich den jetzt her? Scheinbar. Ah, jetzt ist ja weniger Energieverbrauch, weil die mir was geklaut haben. Deswegen laufen die, obwohl die laufen eigentlich auch ohne Energie. Hat der echt schon da gestanden gerade, der Turm? Wieso hilft der eigentlich Schmidt, der Depp? Und der kann dann gleich, der Wüstenjäger kann dann den auch killen. Moment, ich habe keine Kaserne mehr, wie soll ich denn jetzt? Lass mich überlegen, wie soll ich das jetzt überhaupt noch machen? Geht das jetzt noch, ist die Frage. Die greifen die Mauer an, kann das sein? Ne, er will auf den Turm wahrscheinlich und die Mauer war halt im Weg. Ich spiele auf der langsamsten Schwierigkeitsstufe, auf der langsamsten Schwierigkeitsstufe. Auf der... Oh oh. Ihr wisst, was ich sagen will, auf der langsamsten Geschwindigkeitsstufe. Gestoppt. Ich würde sagen... Wieso baut das eigentlich so langsam, weil ich keine Energie habe? Ich habe keine Kaserne mehr vor allem. Ich brauche also einfach mal eine Kaserne. Würde ich mal vorschlagen. Der schafft es leider nicht allein. Eigentlich ganz angenehm in dieser Geschwindigkeit. Da kann man sich schön Überblick verschaffen. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis da gerade was gebaut wurde. Erklärt das alles. Der überfährt ihn einfach. Frechheit. Konstruktion fertig. Ah, das stellen wir jetzt irgendwo hin, wo der da hoffentlich nicht hinkommt. Jetzt aber Ingenieur war. Wieso ist die so grau? Achso, das dauert halt eine Weile. In Ordnung. Hoffentlich nimmt er jetzt nicht den Bau auf einen. Die sind ja echt schon doof. Das ist nicht klug von ihnen. Ist das von mir? Der Feind hat da jetzt einfach mal... Alter Schwede. Und die kommen alles weiter mit Gegner. Ich brauche irgendwo einen Sammler her. Den bauen wir jetzt mal direkt. Parallel, auch wenn ich kein Tiberium sehe, es wird schon irgendwo hier sein. Das ist aber gar nicht gut. Ich muss jetzt erstmal die Raffinerie zurückholen. Das ist ganz wichtig. Hoffentlich kommt ihr da durch. Und wie mache ich das Teil kaputt, ist die Frage. Ach du Scheiße, und der kann so weit schießen, wo der Turm nicht hinkommt. Das gefällt mir alles gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich brauche halt einen Sammler, sonst kriege ich bald kein Geld mehr. Solange der sich jetzt nicht bewegt. Hab da ein bisschen Probleme gerade. Ich könnte das einnehmen. Noch. Aber der Ingenieur da regt mich gerade auf und die setzen da einfach mal mitten in meiner Basis einen fucking Turm hin. Geschützturm. Ja, langsam halten meine Türme nicht mehr stand und die sind auch sehr schwach, muss man ja sagen. Immerhin kann der mal angreifen, das eine zumindest.
Ja, das repariert noch. Nur noch einer da, aber leider ist er zu weit weg. Ich brauche gerade nichts anderes als einen Sammler. Vielleicht noch irgendwas hier zu bauen. Würde gerade nichts einfallen. Ich habe auch genug Energie für den Moment. Und das ist gleich kaputt. Was mache ich dann? Ich glaube, ein Befestigungsturm wäre höchste Zeit mal. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte in normaler Geschwindigkeit gespielt. Bin ich jetzt schneller am Reparieren? Ich hoffe es. In normaler Geschwindigkeit wäre ich gar nicht mitgekommen. Oh, unsichtbarer. Hey! Wo kommt der denn jetzt her? Der kam als Verstärkung. Das hätte man mir auch mal früher sagen können, dass der kommt, hätte ich keinen bauen müssen, aber früher oder später hätte ich ja doch einen gebaut. Und jetzt Panzer. Schnell Panzer. Hätten sie mir echt sagen können, dass die dann... Es hat auch keine Eva gesagt, Verstärkung ist eingetroffen oder so. Oder dergleichen. Noch habe ich Geld, aber das geht mir gleich aus. Ich glaube, der kam gerade dann als Verstärkung, als ich die Raffinerie zurückerobert habe, hatte. Lang, lang ist's her. Immerhin die Kaserne, auf die kann ich verzichten. Boah, wie lange so ein Turm gegen so einen schwachen Panzer aushält. Unglaublich. Leider wollen die... Oh, was will er jetzt schon wieder? Der Turm muss fertig werden. Der ist gerade ganz wichtig. Schnell. Der ist wichtiger als der Panzer auf jeden Fall. Wenn der meine Kaserne einnimmt, kann ich damit eventuell vorerst leben. Alles andere würde mir jetzt nicht so gefallen. Oh nein. Er will nicht wirklich zu meiner Raffinerie. Konstruktion fertig. Erstmal auf den Ingenieur, bitte. GDI-Gebäude wurde erobert. Nein, der kann nicht durchschießen, oder was? Doch, hat er geschafft. Boah, ein Glück. Ein Panzer. Jetzt habe ich ja mal gleich schon viel mehr Chancen. Dieser Turm rettet mich jetzt gerade, glaube ich. Und dann können wir auch gleich die Geschwindigkeit wieder normal stellen. Das ist echt ein bisschen sehr langsam. Der Turm ist so genial. Boah. Ich habe gleich kein Geld mehr. Und meine Raffinerie ist gleich kaputt. Wenn das passiert, dann habe ich ein dickes Problem. Darauf erstmal alle auf 1. Wenn ich kein Geld mehr, konnte ich reparieren. Reparieren ist gerade wichtiger. Reparieren? Oh shit. Nein. Ich hätte vielleicht doch erstmal auf den Turm mehr gesollt. Ach, Kacke. Egal, dann kriege ich noch einen Sammler halt. Ich sehe es positiv. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Ist er zu nah, dass er nicht treffen kann, oder was? Und das Teil ist auch gleich kaputt. Was ist das denn? Muss mir jetzt erstmal Geld irgendwie besorgen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Irgendwoher. Jawohl, sicher bestätigt. Indem ich zum Beispiel... Moment, die gehört schon auch nicht mehr mir. Toll. Jawohl, Sir. Irgendwas muss ich jetzt verkaufen. Dann muss ich die Waffen rückverkaufen. Der Turm ist, glaube ich, auch nicht viel wert. Also nicht groß wichtig. Wo will er jetzt hin? Wo will er sie bitte schön sammeln? Ganz hinten. Greift mal alle an. Dann haben wir endlich mal kurz Ruhe. Schade, dass dann irgendwo ein Ingenieur dabei ist. Oder ich baue eine Kaserne. Die ist billiger. 500. Moment, 3 und... Moment, Moment, Moment. Wo ist denn eine Kaserne? Was für eine komische Reihenfolge. 300 plus 500 Ingenieur sind 800. Das ist alles nix. Das ist nix. Aber hierfür kriege ich vielleicht 1000. Das reicht auch nicht so wirklich. Ich hole mir eine Kaserne wieder. Die kosten leider nur 300, sonst würde ich die einnehmen und verkaufen. So mache ich sie lieber so ganz kaputt. Dann nehme ich lieber das Teil ein, verkauf's direkt und vielleicht bringt es ja irgendwas. Dann kann ich auch mal erst das eine verkaufen. Zack, das ist ein Hickhack hier. Oh, nicht schon wieder. Vergiss es. Ich brauche wieder einen Befestigungsturm.
ihr kommt. Wieso schicken sie eigentlich da einen Ingenieur runter, wenn sie hier eine Kaserne haben und den da einfach erstellen hätten können? Auch seltsam. Der Techniker schafft das schon. Ja, die laufen einfach dran vorbei, oder was? Ja, typisch. Auf die Techniker bin ich ja ganz stolz. Der Ingenieur wird fertig, ja, aber das heißt ja noch gar nichts. Und die greifen immer wieder an. Vielleicht muss ich mir dann eine andere Taktik ausdenken. Nein, das ist nicht gut. Mit dem schnell da rein. Wieder eine Raffinerie. Jetzt macht endlich schnell die Kaserne kaputt, den nervt. So, schnell direkt wieder weg. Und im Prinzip kann ich sogar, wenn es nicht reicht. Hilfe, lass mich in Ruhe. Das hier verkaufen. Noch ein Kraftwerk weg. Die Kaserne erstmal weg, würde ich sagen. Wir warten erstmal ab, wie das wird. Ich kann, wenn noch ein paar Einheiten überleben sollten. Moment, erstmal auf den hier. Ich habe mich schon auf der langsamsten Geschwindigkeitsstufe. Das müsste doch irgendwie klappen jetzt. Schießt das Ding kaputt. Alles wegmachen. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt brauche ich keine Kaserne mehr. Und wenn das auch nicht reicht, dann brauche ich auch kein Kraftwerk mehr. Wenn das auch nicht reicht, habe ich trotzdem noch was in der Hinterhand. Womit ihr bestimmt nicht mehr gerechnet hättet, nämlich Sandsäcke. Jetzt haben wir das wieder eingebaut, ich glaub's nicht. Erstmal, ja gut. Da auch. Wow, es hat geklappt, ich bin so froh. Dann brauche ich doch keine Sandsack-Technologie. Ich brauche Energie jetzt, ganz dringend. Großkraftwerk. Das ist jetzt wichtig. Ja, das ist weg. Mal gucken, ob wir jetzt langsam wieder vorankommen. Und ich werde jetzt die Geschwindigkeit endlich erhöhen, das ist ja schrecklich. Auf den normalen... Boah, wie schnell wird das jetzt sein? Ich habe Angst. So, add-on. Wow! Spulen, Speed! Ah, 1000 FPS. Ich komme nicht mit. Ja, diese Anfangsminuten sind halt Horror. Die sind die allerschlimmsten. Ich sollte jetzt endlich noch schnell das wegmachen, dann sollten sie hier nicht mehr bauen können. Ich hoffe, es ist stark, schwer. Besonders. Und toll. Wie schnell die jetzt kaputt geht. Eben hat es alles so lange gedauert. Das kam mir schon suspekt vor. Aber es war schon nochmal bei der Geschwindigkeit. Und die können auch... Alter, die werden jetzt die ganze Zeit hier angreifen. Was für ein Scheiß. Und das nennt man dann Infiltration. Die Mission. Und dann kommen sie direkt hier wieder. Ich glaub's einfach nicht. Da muss ich entweder hier alles zustellen oder ich stelle hier über Ingenieure hin. Aber kommt ab an, was für Gebäude es werden. Stellen wir das mal hier hin. Und brauche ich endlich eine Waffenfabrik wieder. Die ist ganz oben. Vielleicht brauche ich vorher einen Befestigungsturm. Oder mehr als eine Hilfe, wie viele. Wie soll ich das denn überhaupt? Ich habe 3 Sammler. Oh, und wieder dieses Teil. Die lassen mich nicht... Boah, seht euch an, was da kommt. Was ist das denn? Ja gut, ich habe mir so viel Mühe gegeben und hat trotzdem nichts geholfen. Schade, ich muss es leider nochmal machen. Aber die Mission scheint bockschwer zu werden. Allein erstmal einen Stand da reinzukriegen. Vielleicht ziehe ich meine Basis weiter nach rechts. Nach rechts. Ich brauche einen Bauhof. MBF. Nee, es hat keinen Sinn. Fällt mir gerade mal so auf. Hey, ich habe keine Kaserne mehr. War das vorher nicht noch anders? Oder hatte ich mir selbst eine Kaserne gebaut? Kann auch sein. Irgendwie habe ich auch Einheiten verloren. Dann bauen wir mal eine Kaserne. Ingenieur. Jetzt verliere ich viel schneller Sachen. Das war auch mal anders.
Panzer. Eigentlich würde ich gerne Befestigungstürme bauen. Aber ich kann gar nichts mehr bauen. Bin verwirrt. Ich glaube, die Kaserne einzunehmen ist erstmal am wichtigsten. Ey, was brauche ich denn für Befestigungstürme? Eine Waffen verrückt bestimmt, aber die haben sie mir gerade zerstört. Habe ich die jetzt oder ist meiner gekillt worden? Hä, wie soll ich denn das schaffen? Ich verstehe das nicht ganz, was sie von mir wollen. Ich muss doch die Geschwindigkeit leider runterdrehen. Habe ich den Eindruck? Sonst schaffe ich das nicht. Das ist ja alles viel zu schnell. Oder habe ich mir jetzt einfach das Geschwindigkeitsgefühl versaut? Ich muss die Basis zurückerobern, ja. Das heißt, ich brauche Ingenieur direkt. Jetzt geht er ja direkt zu meiner Kaserne, ne? Das ist das Problem. Und das kann ich nicht verhindern. Ach, aber was ich machen kann, ist ja eventuell die Sachen verkaufen. Aber ich will kurz gucken. Der geht jetzt nämlich dahin, ne? Geht er jetzt etwa zu meinem Bau oder wird er jetzt behindert? Bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Geht mal weg. Vielleicht baue ich erstmal einen Grenadier. Befestigungsturm. Ich brauche einen fucking Befestigungsturm. Und ich brauche einen Ingenieur vor allem. Der geht jetzt direkt auf meinen Bau, auf der Sack. Der hilft nicht mit, das kennen wir schon. Boah, Feuer ist nicht gut. Das ist ein feindlicher Grenadier. Hilft das was ein bisschen? Ich brauche jetzt erstmal... Oh, nicht gut. Die kommen gleich in solchen Massen, das ist ja ungeheuerlich. Ich kann den Ingenieur noch nicht hinschicken, solange der Typ hier steht. Boah, was ist das? Das geht ja gar nicht. Aber jetzt kann ich den Ingenieur bauen. Und einen Befestigungsturm. Wieso kann ich jetzt plötzlich einen Befestigungsturm bauen, frage ich mich auch. Vielleicht weil sie gemerkt haben, dass ich sonst keine Chance habe. Ah, ja toll. Jetzt habe ich bestimmt Chancen, es irgendwie rumzureißen. Ich weiß noch gar nicht, einen Sammler habe ich schon. Fällt mir gerade auf. Der kommt nicht erst als Verstärkung. Ja, keine Ahnung. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich werde die Spielsteuerung mal ganz... Ich habe die ja schon auf dem vorletzten gehabt. Übel. Ich muss jetzt mal kurz speichern, damit ich nicht dauernd diese Videosequenz abwarten muss. Bis sie startet, damit ich sie abbrechen kann. Kommen wir weg. Die Mission scheint die schwerste überhaupt bisher zu sein. So, lass mich überlegen. Vielleicht verkaufe ich auch einfach das. Das und das. Dann kommen nämlich Leute raus, die mir da helfen, die auf die Ingenieure können. Da kann ich noch einen Panzer bauen. Das Dumme ist, jetzt kann ich die Raffinerie nicht einfach wieder zurückholen. Ist das noch ein Ingenieur? Der ist ja tot. Jetzt habe ich da vielleicht ein bisschen mehr Chancen. Kann direkt wieder eine Kaserne aufstellen. Und ganz schnell eine Raffinerie, bitte. Ist ganz oben irgendwo. Da ist sie. Befestigungsturm. Ich brauche einen Befestigungsturm. Den müsste ich mir auch leisten können. Darauf. Ja, gleich kommen sie halt mit der nächsten Angriffswelle. Die wird dann erst wirklich problematisch. Die jetzige würde ich ja abwehren können. So. Wüstenjäger gegen Kampfbuggy, oder wie er heißt. Die schwächsten überhaupt. Aber ich müsste gewinnen, weil ich ein Vorteil bin. Von der Gesundheit. Jawohl. Das sieht doch jetzt noch was aus. Habe ich eigentlich gespeichert? Müsste ich. Eins. Dann. Jetzt sieht es doch mal nach einem Fortschritt aus. Nach quasi 20 Minuten habe ich endlich mal was geschafft. Ich habe meine Waffenfabrik behalten und das Verkaufen war die Lösung. Daran habe ich erst gar nicht gedacht. Weil da ja Leute rauskommen, die dann die Ingenieure endlich abknallen können. Und der ist jetzt auch gleich futsch. Konstruktion fertig. Ich brauche... Jawohl, Sir. Ich
Vor allem Ding. Ich habe ja noch die langsamste Geschwindigkeitsstufe übel. Der kann ja schon mal herkommen. Und auf die Raffinerie warten. Aber erstmal muss ich erst diesen Befestigungsturm bauen. Die Türme sind sehr wertvoll. Und jetzt haben sie noch kein Gebäude von mir gehabt, deswegen können sie scheinbar auch nicht in meiner Basis bauen. Das ist höchst wichtig. Allerhöchst wichtig. Ich glaube, jetzt kann ich auch die Geschwindigkeit wieder normalisieren. Wehe, wenn nicht. Wow, wie schnell das jetzt geht. Fertig. Nein, sie können doch was bauen. Ich glaube es nicht. Warum? Ich muss den Turm übelst weit nach hinten stellen. Warum ist das so schnell? Das ist doch nicht normal. Schießt der auch mal irgendwie, wenn er mal Lust hat? Habe ich keine Raffinerien aufgegeben? Das ist alles viel zu schnell. Das kriegt man ja gar nicht mit. Ja, so kann man sie auch nicht gewinnen. So. Zack, Panzer. Und Befestigungsturm gleichzeitig bauen. Ja, gerade immer in dem Moment, wenn ich hier voll... Und der kann halt nichts machen von hier hinten. Der ist total nutzlos. Der kann höchstens den Ingenieur hier zumindest mal treffen. Noch mehr Panzer. Oh oh. Komm. Nein. Die Raffinerie. Ausgerechnet die Raffinerie haben sie wieder gekillt. Ich glaub's nicht. Was soll der Scheiß? Ich brauche die Raffinerie wieder. Ich habe mich hier verteidigen können, aber... Zu welchem Preis? Ja, noch hat er einen winzig kleinen Wert, aber den muss ich gleich wieder verkaufen. Ja? Schon dabei. Ich habe wieder nicht genug Geld. Toll. Dann muss ich jetzt... Ich verkaufe lieber die Kaserne, glaube ich. Das wird nicht reichen. Jawohl. Konstruktion fertig. So, steht sie wieder. Habt ihr jetzt... Seid ihr jetzt zufrieden? Habe ich sogar einen Sammler verloren gehabt? Ich muss doch eigentlich drei Sammler haben. Keine Ahnung. Hol ich mal wieder eine Waffenfabrik. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Dabei. Danke. Oder doch erst ein Befestigungsturm? Nein, Waffenfabrik. Alter, nervt mich nicht. Kann mich auch überfahren, einfach so. Die haben mich gleich schon wieder in die Mangel genommen, wenn sie gleich wieder mit ihrem Großangriff kommen. Ist voll doof. Muss ich halt immer so sagen. Ich bin übrigens ganz unten links eingepfercht. Oben rechts ist wahrscheinlich der Gegner. Ja, den kriegt ihr doch, oder? Dankeschön. Sechs Mann bewachen meine Basis. Und ich weiß ja nicht, warum der ganz hinten sammeln muss. Damit ich es so lange wie möglich nicht bekomme, oder was? Ja, die versuchen es immer wieder. Um dem Namen gerecht zu werden. Den die Mission direkt. Oh shit! Shit, 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 shit! Ja, das wird so nix. Ich muss nochmal laden. Immer wenn ich das dann sehe, ich brauche diesen fucking Turm. Mindestens einen. Konstruktion fertig. Schnell nach oben. Und den Turm, den müsste ich doch eigentlich hier zwischenstellen können, oder? Die sind doch auch von mir. Warum sollte das nicht gehen? Ja, geht doch. Hätte ich gleich machen sollen. Ist viel besser hier oben. Direkt noch ein. Das reicht nicht, ne? Das reicht nicht ganz. Dann für eine Raffinerie, die müsste ich irgendwas... was ist das denn jetzt? Warum schießt er nicht? Der will einfach nicht von selbst, oder was? Einheit verloren. Jawohl, kein Problem. Konstruktion fertig. Schnell. Kommt der Sammler? Jetzt kommt er. Oh. Ich will nicht gleich wieder verlieren, den Turm. Ich brauche den. Und... Der wäre auch noch ganz gut, wenn ich den behalten würde. Zum Glück hält die Mauer die Gegner auch ab, obwohl sie eigentlich... Doch, dieses von mir. Ich weiß nicht, warum der Feind einfach mal in meine Basis was reinbauen kann, obwohl er noch nie ein Gebäude hier besetzt hatte. Das ist total unfair. Bau mal nach dahin. Kann ich jetzt irgendwas anderes bauen langsam? Ich hoffe es. Jetzt müsste ich eigentlich relativ sicher sein mit zwei Türmen. Normalerweise reicht das. Und dann jetzt noch ein paar Panzer. Hier so, fehlt eine Werkstatt, dann kann ich noch Mammuts bauen. Das habe ich voll vergessen. Aber im Moment hatte ich ja gar nicht die Absicht, irgendwelche großen, tollen Panzer zu bauen. Ich wollte mich erstmal nur verteidigen. Aber das ist jetzt beendet, diese Denke. Jetzt wird zurückgeschlagen.
Mal sehen, wie lange diese Mission dauert. Mal sehen, ob die sich wieder so hinzieht. Eieiei, sie machen es immer wieder. Wir schicken jetzt auch hier noch hin. Aber das ist vielleicht fürs nächste Mal merkt. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht mal so wenig aus, das Tiberium. Hoffentlich hält sich das. Tiberium ist immer so wichtig, sonst kann man sich nichts leisten.